Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das war letztes Mal ein bisschen komplizierter, deswegen ist der Anfang noch von der letzten Folge. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ja, das würde auch im echten Leben wirklich funktionieren. Army Tab. Flammherdstation. Entferne der Vorhängeguss. Okay, warte mal, das hier können wir wieder schließen. Sag mal, Spiel. Das hier können wir wieder, danke. Wo ist denn das Sicherheitskastenspiel? Da bin ich jetzt sicher. Es gibt den Raum des Bahnhofsverwaltung im Hauptgebäude. Dort ist der kaputte Lichtschalter. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Hauptgebäude. Ist das das Hauptgebäude? Oh, ich komme mir so dumm vor gerade. Ist hier das Hauptgebäude? Hallo? Vielleicht da drin irgendwo ein Lichtschalter. Hier kann ich mir das gut vorstellen. Tab. Nehmen ein richtiges Werkzeug und repariere ihn. Ist bestimmt ein Bolzenschneider. Hä? Ah, da! Da haben wir es doch. Na gut, Schraubenzieher, ja. Wir nehmen einfach einen Bolzenschneider, das geht schon schief. Schraubenschlüssel. Zack. Zerlegen. Ja, das würde auch im echten Leben wirklich funktionieren. Jupp, das haben wir auch gemacht. Und anschalten. Wir haben hier wieder Licht. Das ist doch schön. Hallo, Leute.
Es ist heute sehr kompliziert mit dem Schneiden. Und zwar war es so, dass das, was ihr jetzt alles gesehen habt von letzter Folge, also bei mir in Sicht vor einer Woche passiert ist. Ich habe das jetzt mit dem Ton gemerkt und so. Ich hoffe, dass jetzt der Ton ein bisschen besser ist. Aber wir arbeiten dort weiter, wo wir angefangen haben. Nämlich hier. Ja, ihr habt das von letzter Woche jetzt gesehen. Und das, was jetzt passiert, nehme ich jetzt auf. Öffnen, öffnen, öffnen. Aha. Okay, ich würde sagen, dass wir erstmal das hier renovieren. Aufgabe abgeschlossen. Ja, aber ich möchte hier ein paar Sachen zerlegen. Das ist ehrlich, das kann man doch hier nicht mehr benutzen. Warte, ich hole mal ganz kurz mein Werkzeug. Wo ist sie dann? Die Brechstange, du ist sie. Zack. Und irgendwie hat es nicht richtig mit meinem Aufnahmeprogramm funktioniert. Deswegen seht ihr das jetzt, wenn ich hier drauf gehe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss da nur noch was bei OBS einstellen. So, das... Ah nein, das kann man nicht zerlegen. Kann ich hier noch irgendwas zerlegen? Ah ja, du. Zack. 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 Wunderbar. Das hier müsstet ihr von jetzt kennen. Also das, was ihr davor gesehen habt. Oh Gott. Leute, dieses Video hat mir so viel Aufwand vom Schneiden her und so viel Nerven gekostet, weil ich nämlich erstmal alles wieder finden musste. Oh. Ja. Ich hoffe, es hat sich einfach gelohnt und ihr seid happy mit diesem Video. Wenn ihr happy seid, dann bin ich auch happy. Zack. Öffnen. 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 Ich möchte das nicht zerlegen. Obwohl, eigentlich können wir es auch zerlegen. Wo ist dann... Da ist das Brecheisen. Ey, zack. Ja, jetzt ist es eine schöne Holztür. Da kann man besser einbrechen, ne? Und mit einer Holztür. So, wo ist der Container? Ich muss erst einen kaufen. Hopp. Geht er weg. Zack. Container kaufen. Container kaufen. Ah, da muss ich drauf tun. Wir nehmen mal gemischt. Verlass den Bereich. Ich habe doch schon einen Bereich. Hey, gemischt. Räume den Bereich auf. Samuel! Seid ihr jetzt zufrieden, Spiel? Gemischt. Der Bereich ist aufgehoben. Okay, dann gehen wir da halt nach da hinten. Geht's hier wenigstens bitte? Ja! Da ist das Ding. Zack. So, schmeißen wir das dahin. Hier sind auch noch ein paar Müllsäcke. Bringt es überhaupt den Fortschritt weiter? Immer nur maximal 1%. Ach Gott, Leute. Das hier wird mich noch Nerven kosten. Gut. Dann mache ich jetzt mal einen kleinen Zeitraffer für euch. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, um die 11 Minuten habe ich jetzt diese Dinge entfernt. Und jetzt holen wir die Axt raus und zerkleinern wir mal ein bisschen. Ich meine, Kleinholz muss immer sein. Oh. Wieso denn keine Axt? Mensch, man kann doch auch öfter mal eine Axt verwenden. Meine Güte, Spiel, ups. Ah, jetzt seht ihr, wie oft ich hier eigentlich rauskomme aus Versehen, oder? Die Bank ist weg. Die Bank ist weg. Warte, dann machen wir das hier noch. Jetzt zerkleinern wir erstmal alles
und diesen langweiligen Part mit alles aufheben wird dann für euch ja noch verschnellert, wahrscheinlich. Aber ich mache das definitiv nicht mehr heute hier alles. Was können wir jetzt machen? Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt einfach mal ein paar Möbelchen, machen dieses Haupthaus hier mal ein bisschen schöner, machen das jetzt erstmal, das Fenster, zack. Was war das jetzt für ein Werkzeug? Egal, wir gehen einfach mal rein. Wir haben fast 50%. Schon mal ein Fortschritt. Ja, ja. Zack, hier rein. Bank und Stühle, Mülleimer, Uhren, Dekorationen, Snackautomaten, Verkauf auf Male. Och nö, da ist schon wieder so ein Teil. Wisst ihr was? Ich verschnelle euch das normalerweise. Bloß jetzt, damit ihr das mal seht, wie lange es dauert, tue ich das jetzt einfach mal nicht schneller für euch machen. Nämlich, das hier ist ja noch so ein kleines Ding, ne? Ich hatte viel größere. Warte. Ich gehe jetzt mal auf... Oh Gott, ich hoffe, dass der Ton jetzt nicht so laut ist. Auf Schwamm. Hallo, Schwamm. Da bist du. SpongeBob. Also gut. Guck mal, jedes einzelne Ding. Und das ist dauert ewig. Und ich hatte vorhin so große Dinge. Warte. Sauber machen, das ist schön. Aber ich würde lieber gehen. Oh Gott. Reimen kann ich nicht. Denn mir fällt nichts mehr ein. Oh, ich habe heute wieder meinen Spaß. Hopp, das Herz lassen wir einfach hier. Ist mir egal. Das ist mir egal. Das bleibt jetzt einfach dort, wo es ist. Zack. Oh, dann mache ich das halt von außen. Okay, was brauchen wir? Also gut. Letztes Mal habe ich nicht gewusst, wie man zum Shop kommt. Aber heute weiß ich es. Ich weiß. Es ist unglaublich, dass ich das weiß. Okay. Solche Wartezimmerbänke, das wäre nicht schlecht. Aber ich stehe eher so auf Holzsachen. Vielleicht haben wir dort nochmal sowas Gemeinsames. Ach du Heilige, wie viele Bänke gibt es denn? Hey, wir nehmen einfach mal, nee, diese Sessel, das kostet mir zu viel, ganz ehrlich. Okay, dann nehmen wir solche. Ich bin heute schon wieder 30 Minuten hier dran, ne? Oh Gott, das Video. Nee, das ist schon wieder. Dass ich das schon wieder zu zwei Teile schneiden muss. Warte, zack, zack. Aber erstmal müssten wir eigentlich alles sauber machen, ne? Die Stühle, du kommst raus. Warte. Kein Problem. Ich treffe. Hui. Hey, ich habe getroffen. Cool. Okay. Die Bank kommen hier hin. Hier und dann hier so. Wie gesagt, das Aufräumen machen wir ja nächstes Mal. Warte, zack, zack. Die kann man drehen. Okay, ich kann komischerweise nicht drehen. Dann machen wir das hier hin. Zack. Ich bin kein Profi. Ganz und gar nicht. Deswegen, aber es sieht schon mal besser aus wie davor. Warte mal. Jetzt kommt wieder die Frage, wie kann ich was drehen? Letztes Mal hatten wir was anderes. Okay, man kann nicht drehen. Zu ersetzen. Ach komm, man muss doch irgendwie drehen können. Ach, wisst ihr was? Da mache ich das einfach so. Ne, wenn man nicht drehen kann, ist das... Ah! Dann mache ich es halt so. Ganz ehrlich. Zack. Hallo. Spiel. Spiel will mich heute schon wieder ärgern, ne? Zack. Ganz einfach. Stühle sind hier. Oh, die brauchen noch mehr, okay? Sollen sie haben. Beschweren würde ich mich da nicht. Hopp. Dann nehmen wir noch solchen Holz. Ja, wir nehmen diesen Stuhl. Holz vor allem. Ja, zack. Dann tun wir den hier so hin.
Geht nicht? Hallo? Spiel! Zack. Na gut, Holz ist das. Ist das Holz? Kann sich richtig erkennen. Yay, wir haben einen Stern! Belohnung freigeschaltet. Wir könnten jetzt zum anderen Bahnhof gehen und sagen Adios, aber das tun wir nicht. Wir machen das hier weiter. Oh, wir haben sogar noch eine Belohnung. Gut. Ja, und jetzt holen wir uns einen Mülleimer. Belohnung zum Mülleimer. Perfekt. Das ist doch der perfekte Übergang. Hierhin würde... Das da würde ich eher draußen machen. Aber hier haben wir jetzt ein bisschen... Puh, doppelter Mülleimer. Warte mal, zählt es dann auch als doppelt? Nein, wir brauchen ja drei Mülleimer. Dann nehmen wir einfach mal der Betonmülleimer. Nein. Normaler. Hopp, wir nehmen Metallkopf. Für hier rein. Warum dann nicht? Hä? Oh, ich hab das aus Versehen gekauft. Och Mann. Ja, okay. Dann tun wir hier eins so hin. Zack. Zählt das jetzt als zwei? Nö, nee, zählt nicht als zwei. Machen wir hier. Und. Hier, oh Gott, im Haus einfach. Ja, kann man doch mal machen. Ganz ehrlich, ich habe nur nichts dagegen. Dann machen wir hier noch irgendeinen hin. Wir brauchen zwei Uhren. Uhren kommen sofort. Snack, Fahrzeug, Uhr. Da, Uhren. Die hier. Die hier holen wir. Zweimal. So, wie befestigt man denn euch? Hallo? Spiel. Ah, eine Wand. Na gut, eigentlich logisch. Eigentlich logisch. Ach, okay, mein Plan geht nicht ganz auf. Warte mal, wir machen das. Warte mal, wenn man dort hinten das sieht, dann machen wir einfach hier noch eins. Passt zwar eigentlich nicht, aber die haben zwei Ohren und sind zufrieden. Ganz ehrlich, beschweren kann man sich doch da eher weniger. Okay, das hier ist das Neueste, dann speichern wir es einfach da drauf. Hat das jetzt gespeichert? Wie viel Uhr ist? Nein, hat es nicht gespeichert. Mann, speichern. Och, muss ich da jedes Mal? Flammenherz. Speichern? Yay, hat gespeichert. Oder hat er gespeichert? Ich guck noch mal nach. Ich bin da... ja. Er hat gespeichert. Schließen. Jupp. Und nein, jetzt sieht er ja mal schon. Ah nein, er geht auf die Startseite. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit dieser Folge, die ein bisschen komisch war, sehr chaotisch war und sehr viel Arbeit gekostet hat, beziehungsweise ich muss ja danach noch schneiden und dann alles zu finden, oh Gott. Ja gut, damit würde ich sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.